Hallo meine Rambas, schön, dass ihr wieder dabei seid bei diesem deutschen Stahl mit dem Tiger 1. Und ich muss sagen, seit ich den einmal lebendig, in Anführungszeichen lebendig, real gesehen habe, so ist es richtiger, und zwar in Ovington, muss ich sagen, ist er umso schöner, wenn man ihn nochmal im Spiel sieht. Und wenn ich bedenke, was für ein beeindruckendes Monstrum das ist, wenn man dieses mal wirklich live sieht. Da kommt es hier nicht so wirklich rüber, aber das Ding ist einfach der Wahnsinn. Also für jeden, der Bowington noch nicht erlebt hat, noch nicht da mal irgendwo zugegen war oder auch mal Lust auf einen England-Trip hat, kann ich das nur empfehlen. Alternativ, Munster hat natürlich auch ein sehr schönes Panzermuseum, was ich mir auch unbedingt mal anschauen muss. Ich wurde sogar auch schon eingeladen, aber jetzt muss ich es irgendwann mal wirklich machen, dass ich da mal vorbeischaue. So, nun gucken wir aber, was die drei, so viel sind sie nämlich an der Zahl, hier im Zug machen. Er fährt hier direkt runter. Oh, da war aber der erste schön schnell tot. Und das kommt hier wahrscheinlich gleich zu einem epischen Panzergefecht, weil da sind viele Gegner. Überall sind viele Panzer jetzt von beiden Seiten. Also von dem her ist hier zu erwarten, dass hier gleich richtig die Post abgeht. Jetzt ist er offen. Da oben wird schon heiß geschossen. Jetzt muss er mal fast Gas geben, dass er auch noch was abbekommt. Natürlich ist es aber auch schwierig, da jetzt nicht so viel Gas zu geben. Nicht, dass der Gegner meint, okay, die da unten, den 1-2, die packe ich mir jetzt und dann drauf fahren. Alles schon erlebt. Vielleicht kommt er auf den OI drauf, oben im Turm. Ja, da kommt man auch gut durch. Und da kommen schon die Gegner. Aber Gott sei Dank hat da sein Team aufgepasst. Das heißt, gerade wo sie hier rüberfahren wollten, so schnell waren sie nämlich auch schon weg. So, der Jesse James nimmt gerade noch den T1 Heavy raus. Und im nächsten Augenblick ist er auch schon zerstört. Das geht schnell, das geht fix. So, was haben wir da? Ah, schade, dass die gerade so ein bisschen da sich in Anführungszeichen verstecken oder hinter den Berg kommen, weil sonst hätten die jetzt auch nämlich noch ordentlich Bambule bekommen. So, KV-1, ja, schieß doch. Ja, da hat er jetzt den zweiten KV-Schuss, der hat dann zwar abgeprallt, aber der hätte ja schon viel früher schießen können. Der schaut jetzt auch nur auf ihn. Aber jetzt trifft er besser, KV-1 prallt weiterhin ab. Und jetzt kann er den auch wahrscheinlich rausnehmen im nächsten Schuss. Jetzt schaut er schon gleich mehr. Zack, weg damit. So, der Komet. Und da sieht man mal diese schön schnelle Schussfolge mit dem vernünftigen Schaden. Guter Alpha. Bisschen Panzerung hat er natürlich auch. Der Tiger für mich einer der, ja, ich würde schon sagen, also ich glaube sogar, dass es mein persönlicher Lieblingstier 7er Heavy war. Also ich glaube, dass er für mich sogar noch eine Spur besser war als der T29, obwohl der ja schon sensationell gut ist. Aber dieser Spielstil der Deutschen gefällt mir einfach mit Anwinkeln und allem so ein bisschen besser sogar. So, jetzt hinterhalb die ersten Gegner, die rumkommen, da mit einem Rudi. In dem Fall so gesehen 3-2 T34-85, weil der Rudi ist ja auch nichts anderes. Normalerweise im der realen Welt, so ein T34-85 wäre schon lang auf der Flucht, wenn er so ein Tiger 1 auf sich zukommen sieht. Und das macht er auch wirklich. Ist die Frage, ob der Rudi da auch gleich noch das Weite gesucht hat. Ja, die fahren beide weg. So, jetzt kann er dem schön ins Heck geben. Ist schön anzusehen, wie die beiden hier auf der Flucht vor dem Deutschen sind. Arti haben und hatten sie keine, deswegen da hinten, wo der eine T34-85 hinfährt, da findet er jetzt keinen Gegner. Der will sich hier höchstens noch verstecken. Ja. Was ist denn der 150er für einer? Der weiß doch, dass da rechts einer steht. Ja, das war ein bisschen Fail vom 150er. Ja, das war, ich würde schon nicht nur Fail sagen, ich würde sagen, es war dumm. Weil wenn da einer so steht, dann schieße ich doch auf den
einen, wo ich weiß, der hat ein Auge auf mich und nicht auf den anderen, um zu gucken, wo kommt er denn jetzt? Er braucht dir meines Erachtens mit dem Tiger gar nicht so große Angst haben. Das würde ich jetzt wahrscheinlich sogar ein bisschen aggressiver spielen. Einfach drauf fahren auf ihn. Weil was soll denn dir... Was kann kein anderer gerade wirken auf ihn? Der Type kommt nicht drauf. Der Aal ist wahrscheinlich nicht greifbar. Der Black Prince hat gerade andere Sorgen. Also von dem her drauf auf die Luzi. Am besten kuscheln, dass er nicht so vorne drauf schießen kann. Ja, das macht der T-3485 selber schlecht. Ja, nimmt sogar noch einen mit. So, jetzt kriegt er den nächsten Hit. In dem Fall auch von dem Tiger 1. Jetzt wird's spannend. Das hat er verschossen. Genau, fahr auf den Type, fahr auf den Type, fahr auf den Type drauf. Oder schieß ihn drauf. Also ich würde jetzt da nicht den 1-on-1 mit dem Tiger suchen, sondern da jetzt den Type ausschalten. Oder vielleicht da oben auf den Hügel fahren, irgendwie sowas. Jetzt kommt der Tiger rum. Prallt hier ab. Er hat einen richtigen Gedanken gehabt, aber leider nicht umsetzen können. So, und jetzt hat er endlich eine Stellung, wo er auch mitspielen kann. Weil eben die Frontplatte, die ist einfach sehr weich. Da kommt man natürlich einfach und leicht als Gegner durch. Nee, nun bekommt er Probleme vom Type, aber auf den würde ich jetzt einfach drauf fahren und rausnehmen. Gar nicht lang rumtun hier. Genau. Nein, schieß doch nicht im Boden. Du hast doch Zeit. Da wird sogar jetzt Auto, wenn ich dazu nervös wäre, dann Auto-Aim. Na endlich. So, der Tiger steht nun in seinem Cap. Aber jetzt nimmt er erstmal den Type raus. Aal ist ja auch schon rausgeschossen worden und jetzt kommt der Tiger rum. Wir konnten hier auch sogar einen Nadelstich setzen. Also 1500 zu 500 HP ist eigentlich ein bisschen unfair. Aber jetzt hat er hier eine angenehme Position, kommt jetzt hier gut drauf. Jetzt wiederum als gegnerischer Tiger würde ich da dementsprechend einfach mal drauf fahren, weil wie gesagt, wenn ich so einen HP-Vorteil habe, dann brauche ich das nicht hier snipend wegspielen, weil man sieht genau, was passiert. Der andere hat jetzt die bessere Position, schießt ihn peu à peu runter. Jetzt wird er auch noch durchgekappt scheinbar. Ah, ne, einer ist gerade im letzten Moment rausgefallen. Das war sogar sein Tiger-Kollege. So, einen Hit braucht er noch. Und den sollte er schaffen. Und ja, da ist er. Macht den Krieger klar. Und dementsprechend macht er das Gefecht zu seinen Gunsten, entscheidet das. 4737 Schaden, 2280 mit der Stahlwand, mehr als verdient und zeigt mir wieder, warum ich den Panzer so gut fand. Ja, ich hoffe, ihr findet den ähnlich gut. Deutscher Stahl ist ja immer sehr schön. Von dem her, ich wünsche euch alles Gute und schaut doch beim nächsten Mal wieder rein. Lasst einen Daumen da, euer Ekramba.